Viele Grüße aus München. Hier geht gerade die Sicherheitskonferenz zu Ende. Und diese Sicherheitskonferenz, die hat sehr viele Kritiker, aber auch viele Befürworter. Und diese Befürworter sagen, Mensch, es ist doch besser zu reden, als zu schießen und zu bombardieren. Und damit haben sie sicherlich recht. Das Problem ist nur, die Sicherheitskonferenz gab es auch schon 2012 und 2013 und 14, 15, 2016, 17, 18, 19 und dieses Jahr 2020. Und jedes Jahr wurde über Syrien gesprochen. Nur die Syrer haben überhaupt nichts davon. Es wird wie in jedem Jahr, bis heute, wird dort geschossen, wird bombardiert, Kinder erfrieren sogar. Es ist nach wie vor eine Katastrophe. Die syrische Bevölkerung hat von der Sicherheitskonferenz überhaupt nichts. Es hat nichts gebracht. Und deshalb werden wir Orienthelfer das tun, was wir mit Ihrer Unterstützung schon die vielen Jahre tun. Wir werden einfach humanitär helfen. Auf die Politik ist leider kein Verlass. Aber wir werden nicht locker lassen und weitermachen und weitermachen.